möchte mir wünschen, weil das ja jetzt so die zum ersten Mal seit einer Weile wieder ist, dass ich so eine Führungsposition übernehme, dass ich auf lange Sicht Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, die das auch so sehen. Die einen Mehrwert darin sehen, dass ich ihnen Feedback gebe und nicht das Gefühl haben, ich drücke ihnen nur meine Meinung auf. Aber das ist auch nicht so einfach, das hinzukriegen, glaube ich. Eben hat jemand, wie ist denn so dein Thema, wenn es so um Konzepte geht und so Ideen? Also wie ist so dein Kreativprozess als Autor beziehungsweise jetzt Creative Director? Ich mache selber so, auch wenn man es nicht machen sollte bei seiner Position. Ich bin da, das ist meine Berufsbezeichnung. Ich würde sagen, dass zwei unterschiedliche Dinge für mich mittlerweile sind, ob ich Supervision mache, also quasi nicht im Sinne von Pädagogikstudium, sondern ich quasi schaue über Dinge drüber und gebe dann Feedback und versuche, Dingen eine Richtung zu geben, oder ob ich ausführend bin. Weil ich glaube, Inspiration braucht man für beides, aber wenn ich selber erschaffe, brauche ich natürlich wesentlich mehr. Und insbesondere beim Schreiben fällt mir manchmal noch schwer, die Zügel komplett aus der Hand zu geben. Also wirklich zu sagen, hey, mach einfach irgendwas. Insbesondere natürlich Ultracore ist immer noch so ein bisschen, die Welt ist so ein bisschen mein Baby. Und es gibt so Dinge, bei denen ich einfach sage, das geht nicht und das gibt es nicht. So. Meistens bin ich da wirklich offen für Vorschläge, aber es gibt einfach Dinge, da sage ich knaller, nee, das gibt's nicht, das ist so nicht. Punkt. So. Wenn ich aber Feedback gebe, versuche ich zumindest immer Raum dafür zu lassen. Ich glaube aber, dass ich mich da auch nicht der Illusion hingeben will, dass ich nicht härter bin, als ich eigentlich selber denke. Meine Kollegen machen manchmal so Witze, dass mein Feedback einfach manchmal auch einfach wirklich komplett unverblümt und sehr klar und hart sein kann. So. Wobei ich immer das Gefühl habe, ich bin eigentlich immer ganz nett und öffne am Ende auch noch die Tür so und sage, hey, und in den Bereichen mach einfach, wie du das für am besten hältst, du machst das schon. Aber mir sind halt bestimmte Punkte dann auch wichtig. Und ich schwank dann immer zwischen, ich gebe zu wenig Feedback, weil ich glaube, hier ist Hopfen und Malz verloren. So, hier brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwas zu biegen. Das ist so weit von meiner Vision weg. Oder, nee, das ist so gut, jetzt fange ich auch an, wirklich auf Details zu achten. Ja, Beispiele ist jetzt schwierig, weil ich natürlich Künstler, ich bin ja kein Künstler. Ja. Mir fällt es manchmal dann schwer, wenn Dinge zu weit von dem weg sind, wo ich eigentlich am Ende landen will, dann fällt es mir schwer, überhaupt noch Feedback zu geben, weil ich halt sage, ey, das ist so weit von dem weg, wo ich hin will. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Und dann gibt es aber Fälle, in denen die Farbe von einem Knopf mir wichtig sein kann. Und das muss man einfach manchmal natürlich auch abstellen. Sich daran erinnern, was ist gerade wichtiges Feedback und was ist Feedback um des Feedbacks willen. Und ich glaube, das ist was ich in meiner Laufbahn einfach irgendwie oft kennengelernt habe. Das Gefühl, dass dir jemand gerade nur Feedback gibt, weil er eine dringende Legitimierung für seine eigene Position in der Firma braucht. Ich habe mit so vielen Kunden gearbeitet, wo mir Leute nur Feedback um des Feedbacks willen gegeben haben. Und ich weiß, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Lerneffekt, viele von euch werden das kennen, dass man immer wieder denkt, der eigene Chef ist ja blöder als man selbst oder kann das gar nicht so gut wie man selbst. Und das ist in größeren Teams idealerweise oft so, dass euer Weisungsgebender Dinge nicht zwangsläufig besser kann als ihr, so, sondern dass der manche Dinge einfach besser im Kontext des großen Ganzen bewerten oder managen kann. Und ich möchte mir wünschen, weil das ja jetzt so die zum ersten Mal seit einer Weile wieder ist, dass ich so eine Führungsposition übernehme, dass ich auf lange Sicht Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, die das auch so sehen. Die einen Mehrwert darin sehen, dass ich ihnen Feedback gebe und nicht das Gefühl haben, ich drücke ihnen nur meine Meinung auf. Aber das ist auch nicht so einfach, das hinzukriegen, glaube ich. Also das kenne ich von mir selber. Ich glaube, was ich einfach so als Selbstständiger auch immer mehr gemerkt habe, ist, es gibt eine Menge Menschen, die machen sich's auch sehr gemütlich in der ewig unzufriedenen Rolle. So, man lehnt sich halt zurück in so einer Firma und kritisiert den ganzen Tag nur seine Vorgesetzten und vergisst sich daran zu erinnern, dass das vielleicht einen Grund hat, dass die Vorgesetzter sind. Und das kann sein, dass es nicht ist, dass die besser in irgendwas sind als du. Es kann halt sein, dass die einfach besser darin sind, Dinge zu managen oder dass die mutiger waren oder dass die schon länger da sitzen oder keine Ahnung was so. Naja, hoffentlich gibt es einen guten Grund, warum die deine Vorgesetzten sind, aber manchmal sieht man den vielleicht nicht sofort. Und das ist mir auch manchmal nicht so bewusst gewesen. Ich habe mir dann auch den Luxus rausgenommen, mich zurückzulehnen und immer zu sagen, ja, das läuft kacke, das läuft kacke, das läuft kacke. Also ganz groß im Analysieren des Großen und Ganzen, ohne das Große und Ganze zu kennen. Hängst du mit den klassischen Game Devs an, wenn es um spezifische Sachen geht? Also ich würde denken, bei Ultracore sind ja auch viele pure Devs ohne viel Bezug zu dir, RB Ultracore. Ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Lerneffekte in so einem Projekt. Es gibt einfach Dinge, das ist einfach nicht meine Verantwortung. Und ich weiß, kann man sich jetzt gerade ganz schwer vorstellen so, aber bei Game Design Entscheidungen gebe ich am Anfang initial eine Idee mit rein. Und wenn mir die wichtig ist, kann ich Feuer und Flamme für diese Idee sein. Aber ich muss eben sagen, ab einem gewissen Punkt, nee. Das muss unser Game Design entscheiden und wenn ich das nicht so sehe wie die, dann ist das halt so.
also man muss ja irgendwo in so einem Ding, muss man ja auch dann Verantwortung aufteilen können und sagen, nee, das ist einfach nicht mein Job. Und das sage ich nicht, weil ich faul bin oder weil ich das nicht machen möchte, weil ich glaube, dass wir sonst einfach handlungsunfähig werden und nie zu irgendwas kommen. Wenn wir über jede Entscheidung in großer Runde diskutieren, kommen wir ja zu gar nichts. So. Und ich glaube, das wäre einfach so ein bisschen mein Albtraum. Also ich kann Ideen mit reinbringen in den dafür vorgesehenen Meetings, aber ich, keine Ahnung, ich werde nicht irgendwelche, wir haben halt so Projektmanagement-Software, ich mache jetzt nicht Tickets auf, die jemand anders bearbeitet und fange an, überall mein Feedback drunter zu setzen. Das ist einfach nicht die Idee. Und das finde ich gerade in unserem Team auch ganz gut, dass das sehr viele so handhaben. Dass sie wissen, dass sie zum Beispiel Zugriff zum Concept-Art-Channel haben, aber dass sie nicht zu jedem Bild, das da gepostet wird, ihr Feedback geben müssen, wenn sie dazu nicht gefragt wurden. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ich immer am frustrierendsten fand. Klare Feedback-Strukturen sind halt meiner Meinung nach super wichtig in Projekten. Ich als Mitarbeiter muss wissen, wer mir Feedback gibt, so, und wann ich dieses Feedback bekomme und wo ich mir Feedback auch einholen kann, wenn ich es brauche. So, und wenn es mehrere Leute gibt, die eine Entscheidung treffen müssen, die erst miteinander reden, bevor die mir Feedback geben. Gibt es neues Bildmaterial von UltraCore? Ja, kann ich aber nicht zeigen. Also habe ich keine Freigaben für, kann ich nicht zeigen. Das muss ich immer oder würde ich gerne vorher mit meinen Mitgründern besprechen, ob wir das machen. Ab wann, hast du gefragt? Also, wir haben jetzt gerade jemanden dazugeholt in unserem Illustrationsdepartment. Um das mal zu verdeutlichen. Ganz simpel gesagt gibt es einen wesentlichen Unterschied, der einem manchmal gar nicht so klar ist, weil die Grenzen auch sehr fließend sind. Aber Concept Art und Illustration sind nicht das Gleiche. Concept Art ist dazu da, um Konzepte zu verdeutlichen. Das heißt, da gibt es manchmal mehrere Ansichten. Die Idee von Concept Art ist, dann weitergegeben zu werden zu einem 3D-Department oder 2D-Department, also quasi den Leuten, die wirklich die Game Assets bauen. Und die setzen das um. Das heißt, dieses Concept Art soll möglichst klar diesen Leuten zeigen, hey, was ist die Idee hinter diesem Asset, hinter diesem Teil des Spiels, hinter dieser Figur. Nehmen wir mal jetzt einen Charakter. Was ist die Idee hinter diesem Charakter? Illustrationen illustrieren eine Vision der Welt. Die kann aber sein, wie sieht das Spiel aus? Die kann aber auch nur illustrieren, wie sieht diese Welt grundsätzlich aus? Was ist unsere Farbidee? Die verdeutlicht quasi von außen einen Blick in die eigentliche Welt des Spiels. Illustrationen sind, zumindest wie wir das betrachten, da gibt es auch unterschiedliche Dinge, aber Concept Art kann man im Marketing benutzen. Im Marketing meine ich jetzt Kommunikation mit zum Beispiel euch. Wenn ich euch was zeige, kann ich euch Concept Art zeigen. Muss ich aber nicht. Illustrationen macht man hauptsächlich, um Eindruck der Welt zu vermitteln. Die sind also hervorragend, um euch die zu zeigen. Man kann die aber auch seinem Team zeigen. Es geht mit dem UltraCore Pen & Paper ganz normal weiter. Jedenfalls haben wir jetzt jemanden dazu geholt. Die Person ist nur für Concept Art zuständig. Nur für Illustrationen zuständig. Entschuldigung, wir haben auch Concept Artists, aber die ist nur für Illustrationen zuständig. Und das bedeutet, es wird bald wieder Bildmaterial geben. Das wird aber nicht zwangsläufig aus dem Spiel sein, sondern das sind dann Illustrationen, die wir veröffentlichten, von den Elementen der Welt, die wir gerade weiterentwickeln. Das heißt, Kreaturen, Szenerien, Teile der Maps und so. Die werden aber natürlich spiegeln, die nicht eins zu eins wieder wie das Spiel aussieht, geben aber schon einen grundsätzlichen Eindruck davon, welche Artrichtung, also welche Kunstrichtung man mit dem Spiel, welches Artdesign, kann man einfach mal sagen, welches Artdesign man anstrebt mit dem Spiel. Immer, man merkt, je mehr man an sowas arbeitet, dass man auch in diesen abstrakten nichts Halbes und nichts Ganzes Talk verfällt. Aber geht ja nicht anders, weil wir gerade in so einer Phase sind. Wir arbeiten jetzt ja daran, dass wir das Spiel, also wir haben das, was ihr schon gesehen habt von UltraCore, war unser Prototyp. Den haben wir in Unreal 4, also in Unreal 4 gebaut, und in Unreal 4 war dann quasi eine spielbare Version all dieser Bereiche, die ich euch mal gezeigt habe. So. Die gibt es auch noch. Diesen Prototypen gibt es, aber an dem arbeiten wir nicht mehr. An diesem Prototypen. Der war für das Funding da und um die Idee am Anfang zu illustrieren. Jetzt nutzen wir den nicht mehr. Wir nehmen nur noch Teile davon und Ideen daraus und bauen jetzt schon am Spiel. Also wir sind jetzt schon in Full Production, beziehungsweise fangen gerade mit der Full Production an. Das heißt, wir ziehen jetzt in Unreal 5 um, wir bauen jetzt Elemente, richtige Spielmechanismen werden gebaut, wir bauen jetzt unser eigenes Building-System, anstatt einfach eins zu nehmen, das schon gibt. Wir bauen einen eigenen Charakter und so. Wir nutzen im Grunde auch quasi, ich glaube, erst haben wir jetzt gar nicht mehr. Wir nutzen quasi keine Store-Assets mehr. Das heißt, wir nutzen jetzt auch wirklich nur noch Dinge, die wir selber gebaut haben, anstatt einfach unsere Map mit irgendwelchen Sachen zu füllen, die wir irgendwo gekauft haben, einfach damit es voller aussieht. Bauen wir jetzt das Spiel halt so, wie man es bauen sollte. Und das ist, wo es gerade steht. Und darum sieht man und hört man gerade so wenig, weil es einfach gerade wenig zu zeigen gibt.
und wir in einer sehr arbeitsintensiven Phase sind. Und das wird, glaube ich, über die nächsten Wochen und Monate ein bisschen so bleiben. Wir werden jetzt wieder mehr machen. Wir suchen auch gerade einen Community Manager. Wenn ihr euch dafür interessiert, auf der Blankhans-Seite gibt es dafür eine Jobausschreibung. Wenn ihr relevante Erfahrungen habt und glaubt, dass ihr dafür die richtige Person seid, ist jetzt der Zeitpunkt, sich dafür zu bewerben. Da sind alle Jobausschreibungen sind da. Also könnt ihr einfach mal reingucken, was wir noch so ausschreiben. Ja. Kernheim wird neu gemacht. Kernheim wird nicht so bleiben wie im Prototypen. Es gibt schon neue Entwürfe dafür. Das war eine kleine Version von Chorheim, um den Prototypen im Prototypen die Stadt zu verdeutlichen. Ich glaube, das wird auch noch ein wichtiger Punkt. Zählt Mod sein als relevante Erfahrung? In einem gewissen Maße schon. Wir haben Bewerbungen von Leuten, die nur Community-Projekte gemacht haben. Aber wenn man dann so gar keinen Marketing- oder sonst was Hintergrund dazu vorweisen kann, wird es natürlich schon schwierig, weil man ja nicht weiß, wie ein Reporting funktioniert und so. Döller als Community Manager. Döllers Job ist doch, der ist doch Marketingmensch, oder? Der ist doch gar nicht Community Manager. Also als Marketingmensch nehme ich ihn richtig gerne mit Handkuss, aber. Jedenfalls, wo war ich gerade? Genau, all die Sachen könnt ihr euch jetzt für bewerben für solche Jobs. Wir werden dann natürlich wieder mehr in die Kommunikation gehen, insbesondere auf unserem Discord, auf dem eigenen Twitch-Kanal, auf YouTube. Auch hier werden Sachen dazu stattfinden, wobei ich das nach und nach gerne auf die Hauptkanäle davon schieben wollen würde, denn ich würde natürlich in einem gewissen Maße zumindest gerne ich als Hauke als Influencer bleiben und ab und zu hier Ultracore behandeln, aber das ist eben mein Job. So, Ultracore ist dann ein anderer Job. Gibt es Chancen für Neueinsteiger oder muss man Industrieerfahrung haben? Es gibt Chancen für Neueinsteiger. Ich kann dir nur sagen, dass wenn man als Neueinsteiger sich bewirbt, sollte man natürlich durch herausragendes Engagement glänzen. Was das dann bedeutet, hängt von der jeweiligen Stelle ab. Man muss aber auch fairerweise sagen, komplette Neueinsteiger ist immer schwierig. Das können wir uns einfach gerade noch nicht erlauben. Also Neueinsteiger ist ja dann wirklich, wenn ich sowas noch nie gemacht habe und keine relevanten Erfahrungen habe, ist man ja eher ein Kandidat für ein Praktikum. So, und darauf kann man sich auf lange Sicht bewerben. Gerade haben wir keine Praktikumsplätze mehr, wir haben die alle ausgeschrieben. Wir haben in der Zusammenarbeit mit der School for Games dieses Jahr die alle vergeben. Das sind halt auch bezahlte Praktika, wir können die also nicht einfach in monströsen Zahlen rausgeben, das ist auch nicht die Idee davon. Und wir geben, also wir schreiben nur Praktika aus, wenn es Übernahmechancen gibt. Wenn es keine Chance gibt, übernommen zu werden, dann bieten wir kein Praktikum an, weil wir halt sagen, das wäre irgendwie schade. Der Sitz ist in Deutschland, wir sind komplett remote. Es gibt einen Papierfirmensitz, es gibt kein Office, es wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich keins geben. Ja. Wir haben keine Ausbildungsstellen, nein. Bezahlte Praktika, Ehrenmänner. Ich glaube, das ist auch einfach, darf man auch gar nicht unbezahlte Praktika, oder? Also, wobei doch Studenten darf man das, glaube ich, ja. Hast du Tipps, wenn man sich allgemein für Praktika bewirbt? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, was natürlich als Praktikant immer auch schon, also ich weiß es jetzt nur davon, meiner Meinung nach ist eine gute Bewerbung ist immer der erste Schritt. So, dass dazu gehört immer ein gut gepflegtes Portfolio. Wenn man merkt, mein Portfolio ist nicht das Stärkste, dann glänzt durch besonderes Engagement. Zeig halt, dass dir was an dieser Position liegt oder dieser Firma. Dass du schon mal was gemacht hast, dass dein Lebenslauf widerspiegelt, dass du ehrliches Interesse hast. Bei mir zu arbeiten. Ich finde mal eine der wichtigsten Fragen, die ganz oft nicht beantwortet wurde, jetzt auch, keine Ahnung, wie viele Jobgespräche hatten wir jetzt in den letzten 4 Wochen? Ich ja gar nicht so viele. 50 oder so? Ja, vielleicht 30 bis 50 hatte ich jetzt so in den letzten 4 Wochen, glaube ich. Andere bei uns haben viel, viel mehr gemacht. Und ich glaube, eine der Fragen, die da oft nicht beantwortet, warum bei uns? Warum willst du bei uns arbeiten? Und wenn jemand mir ehrlich sagt, ich habe mich einfach auf ganz viele Stellen beworben, das hier war eine davon, die interessant war, ist das auch okay. Aber wenn du ein Portfolio hast oder halt dein Lebenslauf nicht widerspiegelt, dass du auf dem Papier einer der stärksten Bewerber, einer der stärksten Bewerberinnen bist, hilft natürlich mal enorm, wenn du einfach versuchst, das auszugleichen durch ehrliches Interesse, Engagement. Gut informiert sein ist immer so ein Ding. Also vorher mal durchklicken, was gibt's schon an Informationen, wenn man Fragen stellt, dass man verdeutlicht, ey, ich habe mir schon mal Sachen zu euch angeguckt und so. Es gibt ja auch noch ein Volontariat, wo man freiwillig ein unbezahltes Praktikum macht. Ist das so? Echt? Krass. Online über Printportfolio? Boah, online. Also, ich habe immer Verständnis dafür, dass es Sachen gibt, die unter NDA sind. Sachen, die du mir nicht zeigen kannst und so, aber wir haben nicht mal einen Firmensitz. Ich wüsste nicht mal, wo du mir ein Printding hinschicken sollst. Also. Dann, ja, Ehrlichkeit, genau, wurde hier gerade im Chat auch schon erwähnt. Wir sind halt auch ehrlich.
In der Regel ist es so, dass wenn wir ein Gespräch nicht so stark fanden, wir das dann auch sagen, wobei wir es höflich machen. Wenn wir ein Gespräch richtig gut finden, sagen wir das aber eben auch ganz klar. Wir machen keine falschen Hoffnungen, was irgendwie dieses oder jenes betrifft. Aber in den meisten Fällen ist es, aktuell sind wir in der sehr komfortablen Situation, dass wir auch selten unangenehme Themen haben. So, ne? Das ist dann, keine Ahnung, wir hatten jetzt wenig, dass Leute zum Beispiel völlig unrealistische Gehaltsvorstellungen haben, hatten wir gar nicht, glaube ich. Also es gibt immer mal Leute, die sind eher oben auf dem Spektrum und Leute, die sind weiter unten. So, aber ja. Also ich muss auch, ne, wollen uns nichts vormachen. Ich habe auch 9 Monate unbezahltes Praktikum gemacht, aber das heißt ja nicht, dass das richtig oder irgendwie super ist. Keine Ahnung, ob es bei uns mal geben wird, würde mich jetzt wundern, weil wir da eigentlich alle 3 auf einer gleichen Linie sind oder alle 4. Einer unserer Founder ist gerade nicht so aktiv. Aktuell haben wir nur gesagt, dass wir die natürlich bezahlen wollen und dass wir natürlich das nur machen, wenn es Übernahmechancen gibt. Also, das sieht, glaube ich, auch kann jedes Unternehmen anders handhaben. Nur für uns war Praktikum immer von Anfang an, haben wir das so ein bisschen eingestuft als eben ein Probearbeiten. Das war jetzt aber auch der Besonderfall, dass wir halt mit der School for Games ja auch Leute haben, die haben schon Skills, die sind kurz vor ihrem Abschluss oder machen gerade ihren Abschluss. Das ist natürlich auch einfach eine besondere Situation. Das ist jetzt nicht wie jemand, der komplett gar keine Erfahrung in der Branche hat, möchte mal ein Praktikum als Community Manager machen. Keine Ahnung, wie dann der Fall wäre. So. Ihr sucht nicht zufällig einen Bibliothekar? Leider nein. Kann ich dir nicht sagen. Wo das Gehaltsgefüge sich bewegt, finde ich eine super private Info, die unsere Mitarbeiter betrifft. Dann muss man natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass wir international hiren, ist das natürlich auch so, dass das eine absolute Spanne ist. Keine Ahnung, jemand, der sich aus London bewirbt, hat eine völlig andere Vorstellung als jemand, der sich aus Rom bewirbt. Das sind 2 unterschiedlich teure Städte. Das ist, berücksichtigen wir in den Gehaltsvorstellungen, die jemand uns angibt. So, in der Regel ist es so, dass wir fragen, was möchte jemand verdienen? Und nur wenn die Person so gar keine Idee hat, was die Gehaltsvorstellung ist, dann machen wir ein Angebot. Und wir versuchen halt einfach immer, das zu bedienen, wenn das realistisch ist. Bis jetzt haben wir das immer. Ich glaube, wir haben noch niemanden... Ja, weil ich war nicht in jedem Verhandlungsgespräch dabei, aber wir haben noch niemanden nach unten verhandelt. Nicht, dass ich wüsste. Aber das ist, wie gesagt, wir sind ja auch noch so... Wir sind jetzt 14 Leute. Also wir haben jetzt auch noch nicht so viele Leute eingestellt. Kann ich also Gehalt verlangen, wenn ich in New York wohne und dann nach Südafrika umziehe? Du kannst sogar Gehalt verlangen, wenn du in der gleichen Stadt wohnst. Also du hast das wichtigste Wort an deiner Frage vergessen, glaube ich. Du meinst mehr oder weniger oder was? Das hängt von mega vielen Faktoren ab. Also... Das bedeutet ja auch was mit sozialen Abgaben ist. Bist du Freelancer oder in einem Anstellungsverhältnis? Das bei unseren Mitarbeitern zum Beispiel nach einer Weile steht dir das offen. So. Da darfst du dann entscheiden, ob du festangestellt sein willst oder als Freelancer weitermachen. Das ist quasi bei uns wie eine Probezeit. Und dann hängt das davon ab, in welchem Land du wohnst. Wie hoch sind da die sozialen Abgaben? Wir machen das über so eine Drittfirma. Wie viel Abgaben nimmt diese Drittfirma? Das wird nämlich anteilig tragen wir diese Kosten dafür, dass du dann einen Arbeitsvertrag in dem Land hast. Und aber ab einer gewissen Summe sagen wir, das ist so viel, das muss sich in dem Gehalt widerspiegeln. Keine Ahnung. Finnland ist ein extrem teures Land. So. Was jetzt unseren Drittanbieter betrifft. Und da müssen wir dann irgendwann sagen, hey, das kann halt nicht sein, dass wir dann drauf bezahlen, weil du diese Entscheidung triffst. Da muss man einfach im Einzelfall drüber reden. Aber wenn ich jetzt eine Range gebe, finde ich das super unfair. Ist auch absolut unrealistisch. Keine Ahnung, das ist doch völlig anders, ob jemand ein Grafik, also ob jemand 3D-Artist ist, Community Manager, ob jemand ein Lead oder eine Junior-Position hat, ja. Aber wie gesagt, das ist natürlich, ich kann jetzt auch viel erzählen, ne? Wir sind noch super früh. Das kann sich auch alles noch ändern, weil wir merken, das ist einfach super unpraktikabel und so. Das hängt auch davon ab, keine Ahnung, in Deutschland zum Beispiel machen wir das anders, weil wir als deutsche Firma dann halt eine andere Regelung dafür haben. Also bei deutschen Bewerbern, die in Deutschland steuerlich geführt sind, ja. Wie viel Aufwand ist das bei der Gehaltsabrechnung, wenn ihr für x Länder die jeweiligen Vorschriften beachten müsst? Das macht alles eine Drittfirma. Wir nutzen eine Drittfirma, mit der haben Mitarbeiter dann einen Vertrag
Und den, wir haben mit denen einen Vertrag. Die sind quasi dann subangestellt. Das klingt schlimmer, als es ist. Das ist nur leider die einzige praktikable Lösung. Wir können ja nicht in 130 Ländern irgendwie eine Entity eröffnen von unserer Firma. Das ist ja völlig, das ist ja absolut nicht praktikabel. So. Das heißt, die ganze Papierarbeit macht im Endeffekt diese andere Firma für uns. Und die können dann so gut wie jedem Land das anbieten. Ich glaube, es gibt Nordkorea und zwei weitere Länder, wo das nicht geht. Das ist eine Junior-Position. Junior-Position bedeutet, dass du in einem Bereich arbeitest, aber einfach noch extrem wenig Erfahrung hast. Und anstatt dann zu sagen, diese Position ist kategorisch quasi nicht zu besetzen mit dir und du kannst keine Erfahrung machen, spiegelt Junior in der Regel wieder, dass du zwar, dass du weniger Verantwortung übernimmst, wenn es zum Beispiel um Management der ganzen also du übernimmst kaum Verwaltungsaufgaben, dir wird mehr unter die Arme gegriffen und so. Das klingt immer so, als wäre das einfach nur eine Ausrede, um Leuten weniger Geld zu zahlen, aber das ist vor allem ein wichtiger Punkt, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die einfach weniger Erfahrung haben und die noch Unterstützung brauchen, dann ist es darin wieder gespiegelt. Ich finde den Namen Blankans irgendwie so gut. Wie kamt ihr auf den? Wir haben Markus, Basti, jemand weiteres und ich haben ursprünglich mal an einem anderen Projekt gearbeitet. Da wollten wir eine Firma gründen, die wollten wir Blankans nennen. Einfach weil alle anderen nicht aus Norddeutschland kamen und dann habe ich irgendwie den Witz gemacht, ja Blanker Hans, das ist die Nordsee. Das ist ja quasi wie für uns gemacht, Blankans Games oder so. Dann haben wir irgendwie diesen Witz einfach genommen und haben gesagt, das machen wir jetzt. Und als wir jetzt die neue Firma gegründet haben, meinte Markus dann irgendwann, ja, dann lass doch einfach wieder Blankans nehmen, hahaha. Ha, ha. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Wie viele Wochenstunden arbeitest du? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Schwer zu sagen, ist natürlich als Selbstständiger auch immer so, ne? Keine Ahnung, dadurch, dass ich selten ganze Tage so richtig frei habe, aber da habe ich mich auch dran gewöhnt, ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Also, ein Tag, an dem ich gar nicht arbeite, das ist schon eine Weile her. Dass ich nicht wenigstens mal eben einmal mein Handy raushole, mal Slack checke und ein paar Nachrichten beantworte, das würde mich jetzt wundern. Trackst du deine Arbeitszeit? Nee, machen wir auch nicht innerhalb der Firma. Du kriegst einen Task, da gibt es eine Schätzung, wie lange du dafür brauchst von dir, beziehungsweise machst du als Team mit deinem Teamlead zusammen. Wenn das fertig ist, ist das fertig. Wir vertrauen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wenn sie das, was sie, wenn sie gesagt haben, sie brauchen 8 und sie sind auf 5 Stunden fertig, dass sie dann einfach sagen, ich bin schon fertig. Wenn sie es nicht tun, ist auch okay. Also ich weiß nicht, Zeittracking haben wir bisher nicht. Am Anfang haben wir das mal gemacht, aber nur um besser einschätzen zu können, wie lange wir an wirklichen Dingen bestimmt arbeiten. Das gibt's also, das ist dann aber für die Mitarbeiter selbst, dass man einfach ein Gefühl dafür hat, wie lange brauche ich für irgendwas, damit man dann vernünftige Schätzungen abgeben kann. Also unsere Schätzungen sind auch grob. Wir arbeiten in Tagesschätzungen und du kannst dann einen halben oder einen Vierteltag sagen. Ob du 1 oder 3 Stunden brauchst, ist völlig wimpe.